Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, es ist das vornehme Recht, aber auch die Verpflichtung des Deutschen Bundestages, dass wir nach jeder Bundestagswahl und vor jeder neuen Bundestagswahl die 299 Bundeswahlkreise dahingehend überprüfen, ob eine Neujustierung, eine Neueinteilung erforderlich ist. Und ich würde dem Kollegen Tempel, wenn er noch hier wäre, wirklich gratulieren, dass es ihm sogar gelungen ist, bezüglich dieses zugegebenermaßen sehr technischen Gesetzes, dies zu parteipolitischen Dingen zu profilieren und zu missbrauchen. Ich möchte mich wirklich in aller Form und auch in aller Deutlichkeit gegen die Vorwürfe der Schieberei, der Vetternwirtschaft und der Ministergefälligkeit verwahren. Es war so, wie jetzt auch mehrmals ausgeführt wurde, auch von allen Fraktionen, dass uns gar nichts anderes übrig blieb, als aufgrund des ergänzenden Berichtes der Bundeswahlkreiskommission mit dem Stichtag 31.07.2015 den Wahlkreis aus Thüringen nach Bayern zu verlagern und eben nicht aus Hessen. Und ich möchte auch noch mal deutlich betonen, wie Frau Kollegin Vograscher schon richtigerweise ausgeführt hat, dass schon im Bericht der Bundeswahlkreiskommission im Januar 2015 deutlich gemacht wurde, dass sich abzeichnet, dass letzten Endes nicht aus Hessen der Wahlkreis nach Bayern transferiert wird, sondern aus Thüringen. Dass dies für Thüringen schmerzlich ist, gestehe ich vollkommen zu. Und das ist nicht einfach, dies vor Ort zu vermitteln, dass ein Wahlkreis wegfällt. Aber aufgrund der aktuellsten Zahlen, und wir haben in den letzten drei Legislaturperioden, in denen ich dieses Thema auch immer mit betreut habe, nicht anders handeln können, blieb uns nichts anderes übrig, als den Wahlkreis aus Thüringen nach Bayern zu transferieren und eben nicht aus Hessen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, mir ist es aber auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir einen wesentlichen Grundsatz auch bei der Neueinteilung der Bundeswahlkreise verfolgt haben, nämlich die Kontinuität und dass wir nur minimalinvasive Eingriffe vorgenommen haben. Es ist auch kein Geheimnis, wir sind nicht allen Vorschlägen der Bundeswahlkreiskommission gefolgt. Wenn es nach der Bundeswahlkreiskommission gegangen wäre, wären weitaus mehr Wahlkreise verändert worden, wären weitaus mehr Gemeinden und damit auch Bürger verschoben worden. Und ich weiß auch aus eigenen Gesprächen mit Bürgermeistern und mit Gemeinde- und Stadträten, das kommt vor Ort nicht gut an. Das wird häufig natürlich auch so interpretiert, wir sind Gemeinden minderer Klasse, wir sind nur Manövriermasse, um die Bundeswahlkreise wieder neu zu justieren. Aber ich möchte dem Eindruck wirklich auch deutlich entgegentreten. Uns bleibt in den Fällen, in denen wir es machen, nichts anderes übrig, als diese Neueinteilung so vorzunehmen, wie wir es tun, weil ansonsten die Verfassungswidrigkeit der nächsten Bundestagswahl droht. Und es ist ja auch schon richtigerweise ausgeführt worden, wenn am Wahltag ein Bundeswahlkreis um mehr als 25% nach oben oder nach unten abweicht vom Mittel der Einwohnerzahl eines Bundeswahlkreises, und die liegt genau bei 249.958, dann wäre die Wahl verfassungswidrig. Und das können wir sehenden Auges beim besten Willen nicht riskieren. Aber wohlgemerkt, wir haben viele Vorschläge der Bundeswahlkreiskommission nicht aufgegriffen, weil wir mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass diese 25%-Hürde am Wahltag im September 2017 nicht überwunden werden wird. Uns war es wichtig, Kontinuität zu wahren, da wo es möglich ist. Es war uns auch wichtig, die Kongruenz mit den Grenzen der Gebietskörperschaften, also vor allem der Landkreise und der kreisfreien Städte, zu wahren und, wo es möglich war, auch mit den Landtagsstimmkreisen. Ich möchte, weil Bayern ja genannt wurde, sehr verehrte Frau Kollegin Vograscher, Bayern war in diesem Fall mal ausnahmsweise wirklich der schwierigste Fall. In Bayern gab es die größten Veränderungen, auch zwischen den Wahlkreisen, aber auch hier haben wir wirklich minimalinvasive Eingriffe vorgenommen. Es ist zum Beispiel der Regierungsbezirk Oberfranken schon genannt worden. Die Bundeswahlkreiskommission schlug vor, die Gemeinde Geroldsgrün und die Gemeinde Schwarzenbach vom Wahlkreis Hof in den Wahlkreis Coburg zu verlagern. Wir haben dann, und da bin ich auch den örtlichen Wahlkreisabgeordneten sehr dankbar, einen Kompromiss gefunden, dass wir nur die Gemeinde Geroldsgrün rübernehmen vom Wahlkreis Hof in den Wahlkreis Coburg. Und im Regierungsbezirk Niederbayern ist uns Ähnliches gelungen. Da war der Vorschlag der Bundeswahlkreiskommission, die Verwaltungsgemeinschaft Gerzen und die Gemeinde Bodenkirchen vom Wahlkreis Landshut in den Wahlkreis Rottal-Inn zu transferieren. Wir haben uns hier auch nach vielen Gesprächen einvernehmlich darauf verständigt, nur die Verwaltungsgemeinschaft Gerzen vom Wahlkreis Landshut in den Wahlkreis Rottal-Inn zu verlagern. Also, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir haben wirklich dokumentiert, dass wir
diesen wichtigen Grundsatz, für den ich sehr viel Verständnis habe, der Kontinuität der Wahlkreise wirklich in größtmöglicher Weise Rechnung getragen haben. Ich möchte nochmals allen Beteiligten ganz herzlich danken, den Berichterstattern aller Fraktionen, sagt das auch ganz offen. Es ist auch guter Brauch, dass wir bei der Novellierung des Bundeswahlgesetzes und bei der Neueinteilung der Bundeswahlkreise auch die Opposition intensiv mit einbeziehen. Und insoweit können wir Ihnen wirklich hier einen Gesetzentwurf vorlegen, der aus meiner Sicht allen Bedenken auch entsprechend Rechnung trägt, der so, glaube ich, auch wirklich sich sehen lassen kann. Und ich bitte insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ja in wenigen Wochen mit der Aufstellung der Bundeswahlkreiskandidaten für die Bundestagswahl 2017 begonnen werden kann, um eine zügige Behandlung hier im Deutschen Bundestag. Herzlichen Dank. Applaus